Ah, stimmt. Morgen ist ja Valentinstag. Für viele Paare ist das eine Gelegenheit, sich etwas Kleines zu schenken oder zusammen zum Beispiel fein zu Nacht essen. Das allein natürlich reicht noch nicht für eine langjährige gute Beziehung. Was es für das braucht, das hat die Liebesforscherin Pasqualina Perichello von über 1000 langjährig verheirateten Paaren wissen. Zu welchem Ergebnis sie gekommen ist, erfahren sie in der aktuellen Coop-Zeitung. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Valentinstag und wenn Sie den nicht speziell feiern, viele liebevolle Stunden.